EU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es gleich eingangs festzuhalten, Fahrverbote sind definitiv kein Allheilmittel zur Einhaltung der Luftreinhaltevorgaben. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat sie in seinem Urteil entgegen der vielfach veröffentlichten Meinung weder angeordnet noch gesagt, wir müssen es jetzt tun, noch hat das Bundesverfassungsgericht den Bund in die Verpflichtung genommen, entsprechende Rechtsgrundlagen festzusetzen. Stattdessen hat das Bundesverwaltungsgericht sehr deutlich gesagt, Fahrverbote sind letztlich nur Ultima Ratio, wenn alle anderen Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte nicht gewirkt haben. Denn nichts anderes steckt in dem Gebot des Bundesverwaltungsgerichts der Verhältnismäßigkeit. Und das, glaube ich, muss man sich einfach mal ganz ruhig noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn was passiert denn, wenn Dieselfahrzeuge mit einem Fahrverbot belegt werden? Das heißt ja nicht, dass sie dann in der Garage stehen bleiben. Das heißt letztlich nur, dass, wenn wir Fahrverbote verhängen für bestimmte Strecken, auf anderen Strecken gefahren wird und sich dann dort die Luft verschlechtert. Und deswegen können wir nur festhalten, auch eine blaue Plakette, die letztlich nichts anderes ist als ein Fahrverbot für viele und eine Fahrerlaubnis für ein paar wenige andere, hilft nichts, um das Problem zu lösen. Sie verlagert das Problem allenfalls und schafft neue Betroffenheiten. Und deswegen lehnen wir sie ab. Die Debatte, die seit dem Richterspruch geführt wird, ist in manchen Teilen schon absurd. Das Beispiel Hamburg ist schon genannt worden. Die Urteilsbegründung ist kaum raus und auch noch gar nicht in voller Gänze veröffentlicht. Da kommt Hamburg um die Ecke und sagt, wir werden an bestimmten Strecken Fahrverbotsschilder aufstellen, obwohl der eigene Luftreinhalteplan der Stadt Hamburg sagt, wenn wir an diesen zwei Straßen Fahrverbote erteilen, verlagern wir das Problem auf zwei andere bestimmte Straßen, wo wir dann auch konsequenterweise Fahrverbote erteilen müssten. Also ich empfehle da allen, ihre eigenen Luftreinhaltepläne ernst zu nehmen und nicht in Überschusshandlungen zu verfallen. Was wir nicht brauchen, ist jetzt ein Wettlauf, wer am schnellsten ist, mit Verhängung der Fahrverbote. Wir sollten weiter daran arbeiten, das zu tun, was wir vor dem Urteil und auch ohne das Urteil bereits begonnen haben. Wir sagen immer schon, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Stichwort Koalitionsvertrag, GVFG-Mittelerhöhung. Ein ganz wichtiger Punkt und ein starkes Bekenntnis zu unserem ÖPNV in Deutschland. Der Bund nimmt noch mal mehr Geld dafür in die Hand. Und auch das ist ein Mittel für eine bessere Luft in all unseren Städten. Mit der Förderung von neuen und effizienten Antrieben, auch das ist heute schon gesagt worden, und natürlich auch mit der Verbesserung des Dieselmotors, selbstverständlich. Und deswegen kann ich nur dafür werben, diesen Weg auch weiterzugehen. Das Programm Saubere Luft 2017 bis 2020 ist bereits mehrfach erwähnt worden, und die Maßnahmen sind auch da schon bekannt. Elektrifizierung von ÖPNV-Bussen, Elektrifizierung von Taxis, Carsharing-Autos, Mietwägen, die in den Städten angeboten werden. Natürlich auch die Nachrüstung von Dieselbussen in ÖPNV-Flotten. Und nicht zuletzt, aber ganz besonders wichtig, die zunehmende Verbesserung von Logistikkonzepten und die zunehmende Digitalisierung von Verkehrsströmen. Denn wir müssen dafür sorgen, dass der Verkehr fließt und dass er nicht steht in unseren Städten. Und dass er vor allem auch nicht bewusst steht, sondern wir müssen zusehen, dass Verkehr wieder fließt. Und in Zukunft wird natürlich auch der Dieselmotor einen Teil unserer Mobilität ausmachen müssen. Er ist weder eine veraltete Technologie noch eine umweltfeindliche. Und es ist auch heute schon angesprochen worden, die Dieselmotoren verbrauchen im Schnitt 15% weniger Sprit als Benziner und stoßen dadurch weniger Kohlendioxid aus. Damit will ich das Stickoxidproblem nicht kleinreden. Aber auf der anderen Seite führen wir eine Debatte über die Reduktionsziele beim CO2, und dann kann man natürlich auch die Augen nicht verschließen vor diesen Zahlen, die für den Diesel wiederum sprechen, wenn er gut funktioniert. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen wir doch mal, nachdem hier der Untergang des Vaterlandes fast schon beschworen wird, schauen wir doch mal, wie schaut es denn in der Realität aus. Von 1990 bis 2015 haben wir in Deutschland einen Rückgang der NOx-Emissionen um über 1,7 Millionen Tonnen zu verzeichnen, eine Reduzierung um 59% nur in diesem Zeitraum.
und 1 Million Tonnen Alleinreduzierung im Verkehrsbereich. Also der Verkehrsbereich trägt erheblich dazu bei, muss er natürlich auch. Aber es wird gern der Eindruck vermittelt, da ist kompletter Stillstand und passiert nichts in diesem Land. Und warum passiert's? Weil von vielen Bundesregierungen, nicht nur von der letzten, die richtigen Schritte eingeleitet worden sind. Und deswegen werden wir auch nach dem Urteil, aber genauso schon wie vor dem Urteil, unsere Anstrengungen weiter darauf richten, die betroffenen Städte zu unterstützen bei der Überarbeitung ihrer Luftreinhaltepläne. Bessere und saubere Luft ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswegen möchte ich auch ganz ausdrücklich sagen, wenn wir uns mit den Städten zusammensetzen, werden wir es nicht nur mit diesen tun, sondern natürlich auch mit den Automobilherstellern, denn auch die wollen wir in die Pflicht nehmen. Das ist klar. Sie sind genauso daran beteiligt wie alle anderen Player auf diesem Gebiet. Und deswegen ist mir gar nicht bange, dass, wenn wir konsequent so weitermachen wie in den letzten Jahren, dass wir tatsächlich, lieber Oliver Wittke, da steige ich mal mit in deine Wette ein, bis 2020 viel, viel besser dastehen als jetzt, und das muss unser aller Ziel sein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Daniela Ludwig. Nächster Redner, Arno Klare für die SPD-Fraktion.